Regelmäßiges Vorlesen im Kindergarten und zu Hause ist ein wesentlicher Bestandteil der Literacy-Erziehung. Wie du vielleicht bereits schon weißt, umfasst der Begriff Literacy die Lese- und Schreibkompetenz der Kinder. Wenn dir das Wort noch unbekannt ist, dann kannst du dir gerne mein erstes Video zur Literacy-Erziehung anschauen. In dem heutigen Video wollen wir die pädagogische Methode des dialogischen Lesens genauer betrachten. Was ist Vorlesen? Warum ist Lesen so wichtig? Wie wird das dialogische Lesen im Alltag umgesetzt? Und ganz wichtig, wie fördere ich dabei das Lesen mit Kindern? Los geht's! Was bedeutet es, vorzulesen? Vorlesen ist eigentlich die einfachste und wichtigste Möglichkeit, die du den Kindern geben kannst, damit der schulische Leseerfolg bereits früh gesichert wird. Es ist eine ideale Möglichkeit, die Kinder in Kontakt mit Büchern und dem Lesen zu bringen. Vorlesen bedeutet Begegnung, ein gemeinsames Erleben und Geborgenheit. Persönliche Zuwendung und ein positives Lesevorbild spielen eine große Rolle. Aber warum eigentlich ist Lesen so wichtig? Lesen unterstützt die Entwicklung des Kindes zu einer gesellschaftlichen, handlungsfähigen Person, indem sie es in die Schriftkultur, die Sprache, einführt. Neben dem Elternhaus können auch Kindertagesstätten oder Schulen ganz maßgeblich dazu beitragen, diesem Auftrag gerecht zu werden. Nun zum dialogischen Lesen mit Kindern. Was ist dialogisches Lesen? Unter dialogischem Lesen versteht man eine bestimmte Art der dialogorientierten Kommunikation zwischen einem Erzieher und einem oder mehreren Kindern über ein Buch. Während beim klassischen Vorlesen der Erwachsene vorliest und die Kinder zuhören, kommt es beim dialogischen Lesen zu einem Rollentausch. Das heißt, das Kind wird hier zum Erzähler der Geschichte und der Erwachsene rückt stattdessen zunehmend in die Rolle des aktiven Zuhörers, also ist im Hintergrund. Er stellt Fragen, gibt Impulse, ergänzt und erweitert die Aussagen des Kindes. So wird das Kind ermuntert, in eigenen Worten über das Buch, seine eigenen Bilder und dessen Geschichte zu erzählen. Alle Beteiligten befinden sich somit in ständiger Interaktion, wobei die Fragen des Kindes erwünscht sind. Ein Dialog findet dann statt, wenn sich das Kind einbringt. Der Erwachsene greift dann die Aussagen des Kindes auf und nimmt Bezug auf diese. Die Aussagen des Kindes, die Beiträge, wertschätzt der Erwachsene durch Lob beim Kind. Was soll also das dialogische Lesen bezwecken und was ist das Ziel dabei? Ziel des Dialoges Lesens ist die Steigerung und Verbesserung der Sprech- und Sprachfähigkeit des Kindes. Nicht nur das Lesen und die Thematik des Bilderbuchs steht im Vordergrund, sondern vielmehr der gemeinsame Spaß mit dem Kind, die neuen und positiven Erfahrungen, die das Kind im Umgang mit Büchern und der Sprache macht. Das Kind soll sich geborgen und angenommen fühlen und das Gefühl dafür entwickeln, dass sich die pädagogischen Fachkräfte, die wachsenden Personen, extra Zeit für das Kind nehmen. Wie kann Lesen gefördert werden und was muss ich zugleich beachten, dass ich die Lese- und Schreibkompetenzen der Kinder erweitere? Tipp Nummer 1. Lese regelmäßig und häufig mit dem Kind. Regelmäßiges und häufiges Lesen ist sehr wichtig, da die Sprache der Kinder gefördert wird und der Wortschatz wird ebenso erweitert. Sei es im Kindergarten mit dem Kind im Freispiel, im Morgenkreis im Buch zu lesen oder abends mit deinem Kind zu Hause vor dem ins Bett gehen. Tipp Nummer 2. Versuche die Kinder herauszufordern. Lesen muss nicht der Annahme entsprechen, Lesen ist langweilig, Lesen macht doch eh keinen Spaß, ich mache lieber was Besseres. Vielmehr kannst du als erwachsene Person das Lesen aktiv und produktiv für das Kind gestalten, indem du dem Kind Impulse stellst und offene Fragen, wie zum Beispiel, wie glaubst du, geht die Geschichte weiter? Das Kind will dir die Frage beantworten und setzt sich aktiv mit der Geschichte auseinander und du regst zugleich die Sprachaktivität des Kindes an. Tipp Nummer 3. Stelle dem Kind einfache W-Fragen. Du kannst das Kind während der Bilderbuchbetrachtung fragen, oh, was ist denn da nochmal passiert oder wo ist denn der Bär nochmal hingelaufen? So erinnern sich Kinder nochmals zurück und die Kognition wird gefördert und trainiert. Tipp Nummer 4. Stelle einen Alltagsbezug her. Verknüpfe die Geschichte mit den Erfahrungen des Kindes. Zum Beispiel kannst du fragen, hast du so etwas wie der Bär auch schon mal erlebt? Warst du auch schon mal in dieser Situation, dass du so traurig warst? Kindliche Aussagen kann ich als Erzieher oder erwachsene Person in einen Kontext bringen und erweitern. So kannst du erkennen, ob das Kind den Text überhaupt verstanden hat, wenn du dem Kind gezielte Fragen stellst. Dies wirkt sich auf das Textverständnis aus und die Lesekompetenzen werden gefördert. Das waren nun die wichtigsten Informationen rund um das Thema Lesen im Kindergarten. Also denke dran, gestalte es lebendig, mache es für die Kinder anschaulich, stelle Fragen, gebe Impulse, gehe auf die Kinder ein. So kann Lesen gefördert werden und das Kind entwickelt viel mehr Spaß und Freude am Lesen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.